zum Aufstehen. Ja. Stefanie, wieso bist du nicht draußen und spielst was? Naja, Meini hat zwar einen neuen Fußball, aber er rückt ihn nicht raus. Meins! Pixel spielt zwar Fußball, aber bloß auf seinem doofen Computer. Wow, wo kommt der her? Okay, den krieg ich. Und Siggi, der hat sich nach dem Frühstück hingelegt, damit er Hunger auf das Mittagessen kriegt. Was? Niemand ist draußen und spielt? Ach, das ist ja fürchterlich. Ha, aber ich weiß jemanden, der uns helfen kann. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Ach ja, gleich geht's los, ja. Wenn man sich auf jemanden verlassen kann, dann auf Spartacus. Hilfe dringend gebraucht? Der Bürgermeister. Das muss wohl wichtig sein. Ich bin schon unterwegs. Herr Bürgermeister, wo liegt das Problem? Na ja. Flut? Nein. Feuer? Auch nicht. Gewitter? Nein. Hagelsturm? Nein, das Problem ist, dass niemand rausgehen will, um zu spielen. Was? Das ist wirklich furchtbar. Sie haben recht. Da ist tatsächlich niemand. Wissen Sie noch, wie Sie letztes Jahr allen gezeigt haben, wie man Baseball spielt und wie alle dann ganz scharf auf Homeruns waren? Hm? Tja, und für dieses Jahr hatte ich mir gedacht, wie wäre es denn vielleicht mal mit Fußball? Ja? Ja, wissen Sie, Stefanie liebt Fußball. Nun ja, einen coolen Trick hätte ich drauf. Oh, wunderbar. Ach, ich wusste doch, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Hm. Kommen Sie mit. Wow. Hier entlang, Sportakus. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Tja, hiermit bestimme ich, dass der sportakuläre Spektakeltag in Lazytown, heute ist. Tada! Ich muss los und meinen Trick trainieren. Ich will doch Stefanie nicht enttäuschen. Und auch sonst keinen. Wenn nur nicht dieser nichtsnutzige, warmherzige, nette Gesundheitsfreak wäre, dann wären die Leute in Lazytown genauso faul wie früher auch. S-P-O-R-Spor?
Das heißt Spor? Nö, das heißt Sportakel. Ack, Lack, Portal, Porös, Spack, spektakuläres Spektakel. Oh, der Tag ist das. Oh, na, das war mein Lieblingstag, bevor dieser Sportlerdödel in unsere Stadt gekommen ist. Damals gab es noch Kuchenesswettbewerbe und Tauchvorführungen in Schokoladensirup. Das waren noch Zeiten. Ach, aber was soll's, egal. Denn schon sehr bald ist der Held dieser Stadt vollkommen platt. Und das dank meiner neuen, unglaublich genialen Erfindung. Der fiese Füße Verwirrumat 6000 da. Oh, wunderschön bist du. Frucht meines genialen Geistes. Hippidi-hopp, hippidi-hopp. Für Sportakus wird das ein Flop. Oh. Und nun zu meiner Lieblingsübung. Tricks, Tarnen und Täuschen. Ab geht's. Zu öde. Zu blöde. Zu spröde. Zu schön, um wahr zu sein. Perfekt. Ist es bald soweit? Ist es bald soweit? Oh, oh, wie spät ist es denn jetzt? 10 Sekunden später als das letzte Mal, als du gefragt hast. Entschuldigung. Ich kann's bloß kaum erwarten, bis Sportakus uns seinen tollen neuen Trick zeigt. Ist es bald soweit? Nein. Wie ist denn das? Zeigt Sportakus euch jedes Jahr einen neuen spektakulären Trick? Genau, und zwar am sportakulären Spektakeltag. Ja, letztes Jahr hat er diese abgefahrene Nummer gezeigt. Das ging nur... Wow, wow, wow. Oh. Nur, dass er auf den Füßen gelandet ist. Hm? Oh, der Bürgermeister. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie... Ich schalte um auf Fernsehen. Der spektakuläre Spektakeltag beginnt. Sportakus wird uns einen unglaublichen Fußballtrick vorführen. Ah, bedeutet das? Es ist soweit. Cool. Wow, wow. Gut, noch einmal. Ich bin bereit. Hallo, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Fred Vertreter, Handelsreisender. Entschuldigen Sie, aber ich hab's eilig. Oh, kennen Sie das, wenn Sie feststellen, oh Mann, meine Schuhe sind völlig verdreckt von diesem ekligen, schleimigen Schmodder? Na, kennen Sie das? Nein, das kenne ich nicht. Und, kennen Sie das jetzt, dass Sie feststellen, oh Mann, meine Schuhe sind völlig verdreckt von diesem ekligen, schleimigen Schmodder? Hey, ich hab's wirklich eilig, ganz im Ernst. Verstanden, aber zuerst will ich Ihnen Ihre Schuhe putzen. Mit meinem Schuhreiniger 6000. Die Schuhe, bitte. So und tschüss sagen die richtigen Schuhe. Und hallo sagen die Trickschuhe. Hier sind sie wieder wie neu. Danke. Und viel Glück. Das hat er auch nötig. Auf Wiedersehen, Schuhe. Auf Wiedersehen, Sportakus. What?
Spartacus! Hi, Stefanie! Oh, ich bin ganz aufgeregt. Alle reden nur noch über den super Trick, den du uns nachher vorführst. Mann, ist das spannend! Oh ja. Ist er bereit? Und? Nervös? Ja, ein kleines bisschen. Weißt du, manchmal, wenn man sich was vorgenommen hat und es richtig gut machen möchte, dann hat man diese Schmetterlinge im Bauch. Ach, das wird sicher ganz klasse. Vielen Dank, Stefanie. Ich werde dich nicht enttäuschen. Tippel nicht so rum. Herzlich willkommen zu unserem spektakulären Spektakeltag. Und bitte begrüßen Sie mit mir den großen Helden unserer Stadt. Spartacus! Ja, Spartacus! Ja, Spartacus! Welchen tollen Trick zeigst du uns mit dem Fußball, Spartacus? Einen schnellen Salto mit Schuss. Oh, ein schneller Salto mit Schuss? Pixel, wir bräuchten rhythmische Untermalung. Okay. Yeah! Nein, nicht diese Art von rhythmischer Untermalung. Nein? Ein Trommelwirbel, bitte, ja? Ah, ja, klar. Stimmt. Oh, ich kann es kaum noch erwarten. Oh, jetzt geht's los. Okay. Nun bemerkenswerte Beinarbeit. Oh je. Was war das? Was war denn das? Oh nein. Was hat der Stefanie? Entschuldigung, Herr Bürgermeister, meine Füße spielen verrückt. Oh Mann, das ist ja schrecklich. Spartacus. Das auch zu dem Trick? Nein, auf keinen Fall. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Glaube ich auch. Ja. Wieso sitzen wir da noch hier? Los, wir müssen ihm helfen. Ja, auf jeden Fall. Wir helfen ihm schon. Viel Glück, Kinder. Den Blödmann habe ich endgültig erledigt. Aber nun braucht diese Stadt eigentlich einen neuen Superhelden. Vielleicht gehört das ja zu seinem Trick. Oh, ja. Vielleicht. Bleib! Halt! Spartacus, was ist denn? Ich habe meine Füße nicht mehr unter Kontrolle. Oh, du musst das also. Es gibt immer eine Lösung, Spartacus. Ja. Jetzt weiß ich's. Versuch das mal. Am Ende geht's immer an.
Oh Mann, was könnte ich denn sonst noch tun? Ich weiß was. Wieso gehst du nicht einfach auf den Händen? Das ist es. Unterwegs. Herr Bürgermeister, Ihr neuer Held steht vor Ihnen, Lazykuss. Was? Freddy Faulig? Aber Sie sind doch kein Held. Wieso nicht? Ich hab doch einen flotten Anzug an mit einem L auf der Brust und ein Tischtuch umhängen. Ein Cape natürlich. Naja, gut, okay. Es ist nicht wirklich ein Cape, aber es sieht doch eigentlich fast genauso gut aus. Na, was sagen Sie? Ich weiß nicht. Spartacus könnte ja immer noch zurückkommen. Spartacus? Ach, Sie meinen diesen trottligen Hampelmann, der so durch die Gegend läuft. Der ist kein Held, schon längst nicht mehr. Immerhin hat er vorhin doch böse versagt, stimmt's? Oder hab ich recht? Tja, es tut mir leid, Lazarus, aber ich... Das heißt Lazykuss! Also, was muss ich tun, um ein Superheld zu werden? Nun ja, zeigen Sie uns doch einfach einen Trick für den spektakulären Spektakeltag. Spartacus hat das auch stets getan. Na schön, kein Problem. Abstand halten! Ja. Tada! Danke, Sie sind wundervoll. Ich bedanke mich herzlich. Tja, und das war schon alles? So ein halber Spagat? Naja gut, ich hab's nicht ganz geschafft, aber dafür war's wenigstens stilistisch großartig. Ganz abgesehen davon ist Spartacus weg. Und ich bin Ihr einziger Kandidat. Und hiermit erkläre ich mich selbst zum... Halt! Spartacus kann auf seinen Händen gehen. Hä? Hier! Ja, er kann das. Hier ist er, seht her! Toll, hä? Super, Spartacus. Er ist klasse. Ja. Ja! So was? Das ist ja unglaublich. Er ist der Beste. Und was nun? Psst. What's up? Toll! Ja! Und jetzt zurück in den Zirkus. Wir sind beschäftigt. Was denn? Hey. Auf den Händen gehen ist doch sensationell. Ja! Kann das nicht Spartacus' Trick für den spektakulären Spektakeltag sein? Ja! Ja! Aha. Hä? Nun, es sieht zumindest äußerst spektakulär aus. Spartacus, wieso zeigst du uns eigentlich nicht mal deinen tollen Trick? Ja, zeig ihn! Okay. Hier ist was oberfaulig. Ein Füße-Verwirrumat 6000, cool. Aber ein fieser Trick. Und nun verschwinde und lass den wahren Helden zeigen, was er kann. Jetzt? Was ist nun los? Er ist auf dem Bein. Ich kann wieder richtig stehen. Aber wo sind meine Schuhe? Ja, hier sind sie! Hier sind sie! Nun mach schon los, zieh sie an! Halt, warte! Spartacus, zieh sie nicht an! Ja.
Freddy, zieh du doch mal diese Schuhe an. Was? Wieso ich? Nein, danke. Los, mach schon. Ah, nun komm schon, Freddy. Oder hast du etwa Angst? Was? Angst? Ich? Ja. Er zieht sie an. Diese Schuhe sind doch völlig in Ordnung. Wiedersehen, Freddy. Das sind bestimmt Sportakus richtige Schuhe. Hey, meine Schuhe. So, fast wie neu. Ja. Also das nenne ich spektakulär. Wow, danke schön. Für Sie. Danke. Bereit? Da fliegt er. Das ist ja toll. Das war fantastisch. Wunderbar. Also, das war echt ein spektakulärer Trick. Klasse. Danke sehr, Stefanie. Ja. Ja. Bing, bang, diggi, diggi, dong. Quatsch mit Soße sing ich, wenn ich tanze. Ich zeig's dir, fit wie ein Turnschuh stehe ich hier. Wir hüpfen doing, doing, auf und ab, drehen uns um und klatschen in die Hände, Hände. Boing, boing, kreuz und quer, das macht Spaß, wir toben hin und her. Oh, eins, zwei, kommt herbei, dreht euch um, wir klatschen in die Hände, Hände. Gottchen, heute hat Senta Senfter zu Geburtstag und ich weiß einfach nicht, was ich ihr schenken soll. Kinder, könntet ihr eure Lautstärke reduzieren? Seid leise, ja? Entschuldige, Onkel Meinhard, wir haben gerade so tolle Musik gehört. Ach, und mir geht so viel im Kopf herum, weißt du? Sentas Geburtstagsgeschenk? Oh, ja. Na ja, mach es bloß nicht so wie letztes Jahr, sonst spricht Senta nie wieder mit dir. Oh, erinnere mich nur nicht daran. Liebe Senta, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sonnenblumen? Ich bin allergisch gegen Sonnenblumen. Hallo? Hallo? Onkel Meinhard. Ach, du bist es, Stefanie. Senta hat dir doch dieses Buch gegeben, damit du auf Ideen für ihr Geschenk kommst. Also lass es uns ansehen. Ach Gottchen, das ist ja ein dickes Buch. Huch, nein, viel zu teuer. Okay. Och nein, viel zu zerbrechlich. Ja, gut. Huch, ja, das ist eine wunderbare Idee. Aber ich bin leider viel zu nervös, um einen Kuchen zu backen. Ach, irgendwie ist alles noch schlimmer als letztes Jahr. Keine Sorge, Onkel Meinhard. Wir nehmen die Sache in die Hand, oder, Freunde? Hallo. 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 Ja. Programm Konditor 1.0 wird gestartet. Backdaten laden. alles ich sag dir, dein Kuchen ist ruckzuck fertig. Wir kommen voran. Schritt 1 ist getan.
Kuchen gebacken. Analyse? Noch nicht dekoriert. Nein, oh. Nein, geh bloß weg da. Das ist mein Kuchen. Lass die Finger weg. Hast du sie noch alle? Guckt euch das an. Ich habe jede Menge süße Zutaten. Oh. Na? Ja, nicht schlecht. Feststellung nach Scan? Braucht Schlagsahne. Ja, eindeutig. Gib her, meine. Ach, nein, ich will die doch da draufstecken. Als Dekoration, weißt du? Was machst du denn mit dem Ding? Gib das her. Hey. Das ist meins. Und das ist auch meins. Das? Hör auf damit. Hey. Ziggy, Ziggy. Gib das mir da her. Hey, das ist ja abgefahren. Hier los! Gib das wieder her! Das ist meins! 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 Oh, da hat jemand ein Problem! Oh, Sportakus, Sie machen eine Tortenschlacht. Ich glaube, Sie haben zu viel Zucker gegessen. Ja, Sie haben recht, zu viel Zucker. Okay. Mit Essen spielt man nicht und wirft's auch niemand ins Gesicht. Entschuldigung, Sportakus. Guck mal, wir haben diesen ganz tollen Kuchen für Senta gemacht. Oh, nun wird Senta Senf dazu endgültig nie wieder mit mir reden. Oh. Tja, da werdet ihr wohl noch mal von vorne anfangen müssen. Meinst du? Ich mach jedenfalls mal diese tollen Lollipops weg. Vielleicht brauche ich die noch. Siggi, aber nicht alle auf einmal, ja? Ja, in Ordnung. Viel Glück. Danke, Sportakus. Danke sehr. Aber nicht aufgeben. Hm? Okay. Tschüss. Leiter! Jetzt backen wir den Kuchen. Nach Kuchen! Das verstehe ich nicht.
Gestern war doch das letzte Stück weg. Ein unglaublich schöner Kuchen auch. Und er wartet nur darauf, dass jemand reinbeißt. Am besten backe ich mir gleich eine Marzipansahne-Schokoladentorte. Nee. Wieso soll ich backen, wenn ich auch einfach klauen kann? Ich meine geklaut. Schmeckt besser. Das weiß doch jeder. Auf die Art und Weise werde ich auch gleich diesen beknackten Spartakus los. Jetzt wird getarnt, getrickst und getäuscht. Zu heftig. Oh. Zu kräftig. Oh, ho, 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 ho. Zu deftig. Oh, zu prächtig. Aha, ein Detektiv. Perfekt. Ich esse Ihnen den Kuchen weg und trickse es irgendwie so hin, dass alle glauben, dass Spartakus es getan hat. Perfekt. Oh, zeig her. Oh. Wow. Wunderbar. Das Geburtstagskuchen kann geladen und gegessen werden. Oh, Senta Senf dazu wird sich ganz bestimmt freuen. Ruf sie an. Überrasche sie. Ja. Und dann kommt sie hierher und wir können endlich diesen super tollen Kuchen essen. Rufen Sie an, rufen Sie an. Jetzt sofort? Ja. Vielleicht ist sie auch gegen Kuchen allergisch. So ein Quatsch. Nun mach schon, ruf sie an. Ja, auf zum Telefon. Ja, ja, los. Hallo, hallo. Tja, sie ist gar nicht zu Hause. Oh, vielleicht wählst du zuerst ihre Nummer, oder? Ja, stimmt, natürlich. 516, da. Und los geht's. Oh. Hallo? Hallo, Senta Senf dazu. Hier ist Meinhard. Meinhard meint's gut. Ach, ja. Ja, der Bürgermeister. Ach, Sie sind's? Ja, ich hab mir überlegt, ob Sie und ich vielleicht wie gesagt, wir können. Ja, du also musst wir sie können. Einladen. Wohin soll ich dich einladen? Nein, du sollst sie einladen. Ach, ich hasse Sonnenblumen. Ach Gottchen, hallo. Ich würde Sie gerne einladen. Ich habe eine drastische und üble Nachricht. Was? Eine üble Nachricht? Nicht doch. Nichts Drastisches, nichts Übles. Eine fantastische Überraschung. Ja, also bitte, kommen Sie vorbei, sobald Sie können. Ja. Bis dann. Gut, ich bin gleich bei Ihnen. Schön. Eine Party. Ach, meine Lieben, mein Magen tanzt Cha-Cha-Cha. Hey, ganz ruhig. Bleiben Sie einfach cool. Ach, ein herrlicher Tag ist heute. Hey, sie kommt, sie kommt. Los, bereitet alles vor. Aha. Okay, los geht's. Sie kommt gleich, sie kommt gleich. Oh. Oh, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte, Sie wunderbarer Mann. Ich habe eine Überraschung für Sie, Senta Senf dazu. Eine sehr leckere. Da zucken mir ja die Zähne. Ja, dieses Jahr gibt's keine Sonnenblumen, sondern... Happy Birthday! Oh, der Kuchen. Was ist passiert? Diggi, zeig mir mal deinen Mund. Ich hab ihn nicht gegessen. Oh. Wieder ein Geburtstag. Ruiniert. Wo kann er bloß hin? Wir müssen ihn hinten unbedingt. Ein Kuchen wurde geklaut. Backwerksbanditen am Werk. Wer sind Sie denn? Aha! Ich bin Sherlock Schaumschläger, Detektiv. Was? Der erste Schritt, um diese schreckliche Tat aufzuklären, ist die Suche nach Resten des Kuchens. Ja, genau. Folgt mir unauffällig. Okay, das machen wir. Gut, wir kommen. Sie und den Kuchen. Willst du nicht mitkommen? Ich komm gleich nach.
Du mit der albernen Mütze, zeig mir deine Hände. Zuckerguss! Aha! Zuckerguss? Hände hoch, du übler Kuchendieb, du! Ich würde sagen, er ist Apfel! Ich esse doch gar keinen Zuckerguss. Und was ist das? Fingerfarbe? Also, ich kenne Zuckerguss und das ist welcher, eindeutig! Aha! Es gab noch nie einen Kuchendieb in Lazytown. Aha! Ja, gar nicht wehgetan. Die Verhandlung ist eröffnet. Der ehrenwerte Richter Mainzgut hat den Vorsitz. Wie jetzt? Es ist doch so, dass dich keiner gesehen hat, wie du den Kuchen nicht geklaut hast. Ja, wie kann denn jemand sehen, wie ich etwas nicht tue? So, du gibst also zu, dass dich keiner beobachtet hat, wie du es getan hast. Was? Ich meine... Greifst du, was er will? Nein. Der Fall dürfte klar sein. Der Bürgermeister fällt doch nicht darauf rein, oder? Verdecken Sie Ihr rechtes Auge und lesen Sie das. Ach Gottchen, Sportakus ist Schultag. Kapier ich nicht. Wie war das? Das war nicht verständlich. Lesen Sie es erneut. Sportakus ist schuldig. Danke sehr, danke, vielen Dank. Und schuldige Verbrecher gehören ins Gefängnis. Ach, wirklich? Nein! Aber wir haben kein Gefängnis in Lazytown. Ach ja, das glauben auch nur Sie. Hm? Was macht er da? Wer ist dieser Detektiv überhaupt? Ja, sieh an! Tada! Tritt ein, mein Freund! Was macht er? Detektiv, willst du die Tür nicht verschließen? Gleich, ihr Verbrecher, ihr. Ach, was ist das nur für ein Tag? Sportakus sitzt im Gefängnis und wir müssen gleich zwei Kuchen für Senta Senf dazus Geburtstag machen. Ach, ich muss mich erst mal hinsetzen. Mach ich das mal. Hoffentlich freut sich Senta wenigstens über den Kuchen. Ach ja. Es ist schon komisch zu sehen, wie Sportakus so hinter Gittern sitzt. Ich find's schon komisch, dass Sportakus überhaupt mal sitzt. Ja, finde ich auch. Also, wenn ihr mich fragt, ich finde das auch ganz schön komisch irgendwie. Siggi! Nimm mal das Bonbon aus dem Mund. Entschuldigung, aber wenn ich nervös bin, brauche ich halt was Süßes. Du isst doch ständig was Süßes. Das stimmt. Ich esse ständig was Süßes. Süßigkeiten, jetzt weiß ich's. Sportakus verliert doch seine ganze Energie, wenn er was Süßes isst. Ja, dann kriegt er einen Zusammenbruch und wird ganz schwach und so. Und was macht er jetzt gerade? Zielperson erfasst. Details? Zielperson macht gerade Fitnessübungen. Oh, das heißt kein Zusammenbruch. Und das heißt kein Zucker. Und das heißt, ja, was heißt das? Das heißt, er hat den Kuchen nicht gegessen. Ja! Aber wenn er es nicht war, wie war es dann? Ja, wir... Ja, wisst ihr, was wir machen? Wir spielen Detektiv. Ja! Oh ja, oh ja, lass uns anfangen. Da ist eine Spur. Ein Fußabdruck. Wow, die sehen genauso aus wie die auf dem Kuchen.
Ein Stück von dem Kuchen. Hä? Au! Was war das? Au! Ein Lollipop. Oh, schon wieder einer. Falls ich träume, weckt mich nicht auf. All die ganzen Lollipops und die Mütze. Er hat den Kuchen geklaut. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Oh, wisst ihr was? Wisst ihr was? Du hast eine Menge Zucker gegessen. Ja. Ich meine nein. Der Detektiv, er hat den Kuchen geklaut. Guckt euch das an. Lollipops von dem Kuchen. Datenupdate. Spartacus ist unschuldig. Dann soll er auch nicht im Gefängnis sitzen. Genau. Ziel anvisiert. Aufgabe, diesen Schlüssel holen. Ja. Ja. Stephanie, befestige die Antenne an Meinis Auto. Okay. Was? Wow. Was macht ihr? Hey, Vorsicht! Diggi, das kann ich nicht mit ansehen. Mikrocontroller aktiviert. Pixel, pass auf mein Auto auf. Okay. Oh, zu weit, zu weit. Stopp. Okay. Zurück, zurück, zurück. Rückwärtsgang. Okay, näher, näher. Ich glaube, jetzt komme ich ran. Ja, okay. Weiter, weiter. Ja, schnapp ihn dir. Er greift nach dem Schlüssel. Schafft er's? Er ist schon fast dran. Er hat es nicht geschafft. Das weiß ich doch, Sigi. Ja. Da ist auch noch ein Kuchen. Tja, ich wüsste einen Kuchen, den wir ihm backen können. Ha! Okay, los, komm mit. Gut, gehen wir. Hat jemand Zeta Senf dazu gesehen? Oh, Spartacus, sind Sie aus dem Gefängnis ausgebrochen? Nein, die Kinder haben herausgefunden, wer den Geburtstagskuchen geklaut hat. Ja, das war der Detektiv. Ja, wir haben eine Überraschung für Senta und diesen Kuchenlangfinger da. Ja. Den erwischen wir so garantiert. Ja, ja, sehr schön. Na gut, dann los. Ja, auf geht's. Okay, ich stelle ihn genau hier hin. Wacht er auf? Ich glaube, ich riech was. Er fällt darauf ein. Es funktioniert. Ich dachte, ich hätte alles aufgegessen. Oh, ein... ein Kuchen. Und noch so ein Teil. Ja, es klappt. Ja. Noch mehr Kuchen. Und noch einer. Oh. Komm zu Vati. Ein Riesenkuchen. Oh. Der sieht aus wie Freddy Faulig. Das ist Freddy Faulig. Oh. Freddy Faulig. Oh nein. Freddy, das warst du, der den Kuchen geklaut hat. Genau. Nein, ich war's nicht. Aber dein Gesicht ist ganz voller Zucker. Ja, nicht zu übersehen. Oh, tatsächlich? Ja. Was geht denn hier vor sich? Was ist das? So, alles weg. Oh, mein Gesicht. Okay, nein, Senta das Senf dazu. Ja. Bleiben Sie hier. Herr Bürgermeister. Ja, bitte? Oh ja, natürlich. Vergessen Sie nicht das Wichtigste. Danke sehr, Spartacus. Oh, Send das Senf dazu. Was? Ich geh dann wohl. Wiedersehen. Tschüss. Dieser Freddy Faulig. Ach, dieser Freddy Faulig. Send das Senf dazu. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Kuchen?
Erlauben Sie sich einen Scherz mit mir? Ach, war doch nur ein Witz. Hier entlang, ich habe eine Gabel oder auch zwei. Bing, bang, diggi, diggi, dong, Quatsch mit Soße, Soße.